Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Das war der See, den wir im letzten Part gemacht haben, und jetzt kommt die Kristallhöhle. Soweit ich das weiß, soweit ich das noch in Erinnerung habe, beziehungsweise wird dieser Part ziemlich kurz, wenn ich Glück habe. Kommt davon, wie viel Mist ich natürlich auch wieder baue. Okay, hier brauche ich erstmal meinen Feuerbogen wieder. Wie ihr schon seht, der Seelenkech ist hier gar nicht schön versteckt, er ist nämlich gleich hier. Natürlich heißt das nicht, dass das jetzt leicht werden würde. Fliegt da noch irgendwie? Nee, schon nicht so. Nehmen wir unser Zauberschwert wieder. Oh, und welcome back, die Äffchen sind wieder da. Und du klaust mir nicht mein Zauberschwert, blöder Affe. Ja. Schöne Kristalle. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon gleich 20%, also schwer wird es hier nicht so arg. Jetzt nicht so übertrieben, muss man so. Hier gibt es natürlich wieder neue Viecher, das konnte ich aber euch jetzt nicht wirklich zeigen, da die viel zu schnell sterben. Äffchen! Oh, Äffchen tot. Irgendwelche Idioten. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall ein bisschen Hammer. Und da ist ja wieder Äffchen. Hallo Äffchen, hallo Äffchen, hallo Äffchen. Hallo Äffchen. Tschüss Äffchen. Äffchen ist death. Forever. Äffchen! Wieder tot. Die Affen halten nichts aus. Wieso nicht? Blöde Äffchen. Da wieder diese Stiere mit dem Hammer. Ach ja, liebe Leute, genau. Jetzt kann ich euch das da hier eigentlich mal präsentieren. Ihr habt euch ja schon bestimmt schon seit dem Part mit der Kürbisschlange euch ja gefragt, was die Drachenedelsteine hier bringen. Die kommen nämlich hierher. Dass wir gegen den Drachen kämpfen, nämlich. Wer wagt es, in meine Höhle zu kommen und mich aus dem Schlaf zu reißen? Aha! Vorsicht, kleiner Mann! Ich werde euch auf dem Grill rösten! Na dann kratz ich euch die Augen ab! Dann gebe ich euch eine Tracht Prügel! Ja, also Leute, hier brauche ich meinen Hammer, weil ich Sterne runterhauen muss. Und jede Plattform ist es anders, wie die Steine runterfallen. Ach, dieser blöde Bastard, wieso verbrennt er mich auch die ganze Zeit? Aber wie gesagt, der ist nicht gerade wirklich schwer. Der Drache. Jetzt noch ein Schlag und der ist eh tot. Ja, sag ich ja. Er ist schon tot. Drachentrank und lasst mich in Ruhe. Trinkt ihn, wenn ihr ihn braucht. Er gibt euch einen hitzefesten Panzer und lässt euch Feuer speien. Und nun verschwindet. Schön, dass ich noch weiter gelitten habe in der Zeit, wo der rumgelabert hat. Hä, aber mein Leben wurde trotzdem nichts abgezogen. Schön, dass das wieder ein cooler Spielfehler war, aber diesmal zu meinem Vorteil, wie es aussieht. Und ich kann jetzt endlich Feuer spucken. Yeah. Bin ich nicht cool? Burn, Motherfucker, burn. Burn. Aber leider treffe ich den kleinen Affen nicht. Naja, ich zeige euch sowieso nachher, wo ich das brauche.
Denn ohne das Drachentrank, ohne den Drachentrank, kann ich hier nämlich keine 100% kriegen, glaube ich. Entweder in den Land oder im nächsten Land. So in etwa war das. Aber ich glaube eher im nächsten Land war das. Jetzt haben wir auf 88%, 90%. Jetzt wären noch 10%, da können wir uns schon wieder den Seelenkelch holen. Und können hier abhauen. Was ich auch ganz dringend will, denn ich würde den Part ziemlich kurz lassen, wenn es geht. Ja, Kamera, ich liebe dich auch. So. Äffchen, komm, komm, komm. Der hat mir echt das Zauberschwert abgezogen. Du Blöder. Yeah, der Kelch ist voll. Ich hole mir und dann bin ich hier schon weg. Okay. Ja, es scheint doch erst im nächsten Land brauche ich den. Aua! Das war ja ganz knapp. Ach, ich und die Kamera. Wir lieben uns. Ja, wie es aussieht, brauche ich die Drachentrank. Echt, das in den nächsten Land. Denn wie er gesagt hat, ich bin auch feuerfest. Das heißt, da gibt es nämlich nachher so eine Feuerwand, wo ich nämlich sonst nicht hindurchkomme ohne den Drachentrank. Und der Heldensaal erwartet mich. Und wie es aussieht, schaffe ich den Part echt diesmal kurz. 7, 8, ja okay, wenn ich fertig bin mit Heldensaal, bin ich bei 8 Minuten. Und so verglichen zu den anderen zwei Parts ist das eigentlich, also vorigen Parts ist das eigentlich ziemlich kurz. Natürlich muss der Hummerbock mich jetzt verlabern. Wäre das keine tolle Touristenattraktion? Hier sehen Sie den mächtigen Schildgard. Daneben den letzten Zentauren. Oh, und der Hans Wurst da drüben ist Daniel Fortescue. Der möchte gern Held. Schön, dass du mich verlaberst. Ah ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, als ihr mein Crash Bandicoot 2 Let's Play angeguckt habt und jetzt hier das Let's Play anguckt, merkt ihr, dass hier verdächtige Stimmen gleich sind, nämlich diese scheiß Hurenböcke, so wie ich sie nenne, haben die Stimme von Engine und ich glaube drei dieser Helden im Heldensaal hatten die Stimme von Cortex. So. Und die gibt mir jetzt diesen Zauberstrahl. Daniel, endlich! Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich weiß, ihr habt ein Heldenherz, Daniel. Los, zeigt es ihnen. Wollt ihr meine magischen Blitze mitnehmen? Ich hab zwar nicht viele, aber sie sind sehr stark. Na dann los und beißt die Zähne zusammen. Ach, entschuldigt. Nun lebt wohl, das Volk von Gallomer verlässt sich auf euch. Ja. Wir haben jetzt die Macht der Blitze. Benutze ich sie? Ne. Sind nicht gerade sehr wirksam. Meiner Meinung nach. Die haben aber jetzt beide wieder so viel geschwätzt, dass wir schon wieder bei 9 Minuten sind. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, das Piratenland kommt jetzt nicht gleich. Ach, Gott sei Dank. Das Piratenland wird nicht so schön gewesen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir beenden den Part und beim nächsten Part seht ihr, wie ich die Galgenschlucht mache. Ciao!